Nicht ganz Italien, wir sind heute bei RCF in Köln und wir schauen uns heute mal die Rental Days an. Hallo und herzlich willkommen hier zu den Rental Days bei RCF. Neben mir steht der Arne, Geschäftsführer DB Technologies Deutschland. Erzähl doch mal ganz kurz ein bisschen den Leuten, was sind denn überhaupt die Rental Days? Ja, grüß dich Jan, schön, dass ihr hier seid heute. Ja, Rental Days, andere würden es vielleicht Hausmesse nennen oder ähnliches. Also es ist einfach eine Veranstaltung von uns, die wir speziell an Rentalkunden adressieren, dann mit dementsprechenden Inhalten ausfüttern. Wir sind ja in verschiedenen Bereichen aktiv bei RCF, hauptsächlich im Einzelhandel, im Installationsbereich, aber halt auch im Rentalbereich. Und bei den Rental Days laden wir halt unsere Rentalkunden ein oder auch potenzielle Neukunden, stellen die Neuheiten der letzten 12 Monate vor, versuchen auch je nachdem, also dieses Jahr ist zum Beispiel Software bei uns ein relativ großes Thema, wir haben relativ viel neu gemacht nächstes Jahr, dann hat es natürlich zum Teil auch einen gewissen Workshop-Charakter, dass die Leute neue Funktionalitäten kennenlernen können, darauf hingewiesen werden. Und es ist natürlich für uns auch einfach eine gute Möglichkeit, wieder im Gespräch zu sein mit unseren Kunden. Also in Frankfurt ist es ja doch immer alles sehr hektisch und so. Und hier geht es halt nur um uns. Was erwartet die Leute heute noch am Tag? Ja, also wie gesagt, wir haben in den letzten 12 Monaten einiges an neuen Produkten rausgebracht. 2 neue Array-Systeme, neue Subwoofer, neue Kompaktlautsprecher und im Bereich Software einiges gemacht. Also wir legen seit jeher, seitdem wir im Bereich Rental arbeiten, haben wir immer viel investiert, auch in Personal, was die Kunden entsprechend supporten kann. Das war für uns in damaligen Zeiten genauso notwendig, weil als wir Mitte der 2000er Jahre damit angefangen haben, hatten ja auch wir von diesem ganzen Kram, sage ich mal, keine Ahnung. Und mittlerweile haben wir was gelernt, aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich viele Aspekte bei heute sehr komplexen Beschallungssystemen, die dann sehr in die Tiefe gehen und ja, da haben wir einfach die entsprechenden Ansprechpartner mit unseren Produktmanagern und Tech-Support-Leuten und klar, da wird sich hier viel ausgetauscht. Neben mir steht der Danny und wie gefallen dir die RCF Rental Days? Sehr schön. Netzwerken ist heutzutage ja ein großes Thema, ob in Social Media oder in Person. Person ist immer ein bisschen schöner. Genau. Gefällt mir sehr gut. Man kriegt nochmal ein paar Eindrücke von den neuen Produkten, selbst wenn man sie schon im Lager hat, kriegt man halt nochmal ein paar Ansätze, würde ich sagen. Das gefällt mir ganz gut. Das waren die Rental Days 2018 hier aus Köln im RCF Showroom. Wenn ihr noch weitere Fragen haben solltet zu RCF-Produkten oder zu anderen Sachen in dem Bereich, schreibt einfach unten einen Kommentar unter das Video und dann versuchen wir das zeitnah zu beantworten. Ihr könnt aber auch gerne bei uns in der Facebook Stage 223 Community beitreten und da können wir natürlich eure Fragen auch gerne beantworten. Wie immer am Ende sage ich Practice and Enjoy.